mit dem falschen Denken an die Börse gehen, das ist ein großer Fehler, den viele, viele Leute machen. Auch in meinem Bekanntenkreis habe ich jetzt schon ja, vier Leute, die genau diesen Fehler gemacht haben. Und was dieser Fehler ist, darum geht es in diesem Video. Auch in diesem Video erhalte ich wieder Unterstützung von meiner Katze. Von einer meiner Katzen. Ich habe zwei Katzen. Ja. Nochmal vorab, ich bedanke mich schon mal für die 40 Abonnenten, die wir jetzt aktuell geknackt haben. Freut mich mega. In der letzten Woche ging es nochmal ein bisschen bergauf. Ja, wie gesagt, freut mich mega. Vielen Dank dafür. Und jetzt starten wir auch mit dem Video. Ja, willkommen bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal. Und wie eben schon angeteasert, geht es darum, dass Leute mit dem falschen Gedanken an die Börse gehen. Und dann schnell wieder aufhören, wenn sie merken, dass das nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, ich habe ja schon jetzt mittlerweile diverse Videos hochgeladen und mein erstes Video, ersten Schritte bei Trade Republic, beziehungsweise die ersten Schritte beim Investieren, kannst du dir gerne mal angucken. Das habe ich im Oktober hochgeladen, seitdem ich eben auch investiert bin. Und mein großer Vorteil ist, dadurch, dass ich eben mich schon länger mit dem Thema Finanzen und Sparen beschäftige, habe ich schon mal ein anderes Denken an den Tag gelegt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, was mir ja, so ein bisschen Entspanntheit gebracht hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Denn ja, also ich habe, wie gesagt, im Oktober angefangen, jetzt endlich mal den Schritt gefasst zu investieren. Ich hatte da, warum auch immer, mega Schiss vor, weil ich einfach Angst hatte, mein ganzes Geld zu verlieren, was aber völliger Quatsch ist. Also klar, kann das passieren, logisch, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Und ja, das ist irgendwie so ein großes Thema, an die Börse zu gehen, also gefühlt jedenfalls irgendwie. Falls du gerade auch an diesem Schritt bist, ich kann dir die Angst nehmen, einfach machen, ein bisschen recherchieren, worin man investiert, und selbst wenn du jetzt gerade anfängst, dann kannst du auch einfach in einen MSCI World ETF investieren. Da macht man erstmal nichts verkehrt und kann schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Und in der Anfangszeit wirst du auch sehr, sehr oft auf dein Handy gucken oder auf deinen anderen PC und auf dein Depot gucken. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Das habe ich auch gemacht. Das mache ich auch heute noch nicht mehr so oft, aber ich gucke doch einmal am Tag einfach mal rein, einfach weil es mich interessiert. Ja, und viele meiner Arbeitskollegen, denen ich das erzählt habe, so, oh, ich habe mich jetzt getraut, ich bin an die Börse gegangen, da war erst so, oh, echt, wie geht das? Und zeig uns das mal. Dann habe ich das eben alles mal so ein bisschen gezeigt. Ich meine, klar war ich einen Schritt weiter als die, aber ich bin ja weit davon entfernt, ein Experte zu sein. Und naja, dann war so ein kleiner Hype bei uns auf Arbeit und der ist jetzt schon wieder vorbei. Ich glaube, ich bin jetzt der Einzige, der noch investiert ist, beziehungsweise da noch an dem Thema dran ist. Denn meine Kollegen waren vom Mindset her so, oh, ich gehe jetzt an die Börse, 2 Monate, ich bin stinkreich, ich brauche da nicht mehr arbeiten. Und das ist eben der komplett falsche Ansatz. Man wird nicht schnell reich an der Börse. Klar kann man mal Glück haben oder durch Wall Street Bets oder, ne, dass man da irgendwie mit gehebelten Aktien irgendwelche krassen Sprünge macht und gute Gewinne erzielt. Ja, kann alles sein, das ist aber nicht die Regel. Und zwar die Regel ist, dass man auf lange Sicht investiert und jährlich seine Prozente mitnimmt und sich auf lange Sicht eben ein Vermögen aufbaut. Das ist ja auch mein Ziel. Klar habe ich auch spekulative Aktien drin. Einfach nur, um auch ein bisschen zu zocken. Klar, also ich bin jetzt jung und habe da auch Spaß dran. Und aber auch gerade, weil ich jung bin, wenn ich jetzt meine Investition von 6.500 Euro verlieren würde, klar wäre das scheiße, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ja, dann nicht mehr weiterleben könnte und nichts mehr in der Rente habe, weil ich halt noch jung bin, kann ich das wieder auffangen. Und ja, deswegen ja auch ein spekulatives Konto.
Wenn du meine Depot-Updates kennst, dann siehst du ja auch, am Ende mache ich immer eine Auflistung, wie sich das alles entwickelt. Grundsätzlich entwickelt sich das jetzt Monat für Monat positiv im Gesamten. Und ja, das freut mich natürlich mega. Und deswegen habe ich jetzt auch keine Angst mehr an der Börse. Kann es nur jedem empfehlen. Und jetzt eben, wie nochmal zu Anfang gesagt, bitte verabschiede dich von dem Gedanken, dass du schnell reich wirst an der Börse. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber ja, meine Kollegen waren sowieso ja nicht groß im Sparen und hatten jetzt keine großen Beträge. Die haben mit 100, 200 € angefangen an der Börse. Kann man machen. Man braucht jetzt keine Unsummen und Tausende von Euros, um an der Börse zu starten. Aber ja, dass man damit nicht reich wird, sollte jedem klar sein. Falls dich das Thema interessiert, wie sich meine Finanzen auch entwickeln, lass mir gerne ein Abo da. Vielleicht knacken wir denn ja auch bald die 50 Abonnenten. Das würde mich natürlich noch mehr freuen. Logischerweise. Und ja, auch vielen Dank für die ganzen Kommentare, die jetzt doch langsam eintrudeln unter den Videos. Freut mich mega. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich denke, ich werde im nächsten Video mal über meine Ziele für 2021 sprechen, um jetzt schon mal einen kleinen Cliffhanger zu geben, damit du auch abonnierst. Ja, dass die nächsten Videos, einer von den nächsten Videos, auf jeden Fall nächste Woche, werde ich ein Video hochladen mit meinen finanziellen Zielen für 2021.